Willkommen zurück zu Mega Man 11. 7 von 8 Robot Mastern haben wir schon besiegt. Jetzt fehlt nur noch einer, und zwar Torchman. Und den gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Ist ein bisschen spooky, aber wie mit Flammen und Feuer und so. Im letzten Teil haben wir uns neue Lebenspunkte gekauft. Da war gar kein Zelt. Na gut. Oh, wieder Häschen. Oh, das Häschen wollte sich an uns ranschleichen. Oh, da sind wieder diese hässlichen Sonnenblümchen. What? Eine Eule. Noch ein Häschen. Aus dem Mithul-Camp. Boah. Was versteckt sich hier drunter? Oh, nichts. Freundlich. Ich traue diesen ganzen Ding hier gerade nicht. Vor allem traue ich der Eule nicht. Traut niemals einer Eule. Legend of Zelda-Spieler wissen, was ich damit meine. Reicht hier aber langsam. Versuch's mal da lang. Das war aber ein mieser Trick. What? Eine Flammenwand. Die kommt immer näher. Wap. Okay, mal ein bisschen auf den Fußboden achten. Voll geil. Ich mag's nachts. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich hoffe, ich kann nirgends runterfallen. Okay, mittlerweile werden diese Eulen sogar sinnvoll. Ich weiß immer noch nicht, was mir das bringt, aber ich nehme es einfach mit. Wow. Oh, dieser verdutzte Blick. Boing. Life Point. So, was kommt als nächstes? Oh, der Miniboss. Ein Kakadu. Ein brennender Kakadu. Ja, ich wäre auch sauer, wenn ich in Flammen stehen würde. Wah! Der bringt seine Küken mit. Ein komisches Vieh. Wow. Ja, ja. Alles klar. Hab's verstanden. Hab's verstanden. Ja, sorry, dass ich deine Küken gekillt habe. Aber die standen mir im Weg. Oh, geil. Feuer ist weg. Das Viech wird einfach wieder angezündet. Boah, ich sag doch, diese Eule ist doch so gemein. Alter. Bums. Ich habe doch irgendwie mehr erwartet. Ist das hier vielleicht der Easy Mode? Oder die einfachste Stage? So, leck mich. Ich schieb dich einfach runter. So. Oh, wieder eine Flammenwand. Oh, Mann, ey. Ich hasse es. Ich komme immer wieder unten. Also ich komme immer wieder nach unten auf diesen Stick. Ich wünsche mir einen NES-Controller zurück. Ich hätte eigentlich einen. Alter Verwalter. So viel zum Thema ist das hier Easy. Zum Thema ist das hier Easy Mode. Ehrliche Antwort: Nope, it's not. Und wie ich meine Sprünge gerade überhaupt nicht hinbekomme. Oh, no chance, wenn du hier einen Fehler machst, du bist
Du verkackst einfach nur. Sag ich doch. Vor allem hier jetzt durchzukommen. Unmöglich, wenn man einen Sprung verkackt. Und diese ollen Drecksblümchen gehen mir hier so auf den Senkel. Alter, dieser Balken! Der hat da seinen Grund, ich schwör's euch. Dieser Grund ist, mich zu ärgern. Und ich bin wieder mitten kurz vom letzten, vom Boss, wette ich mit euch. Da ist wieder der Balken. Nein, ich hätte ihn angreifen sollen. Ich hätte ihn angreifen sollen. Damn it! Scheiße, nochmal. Man merkt schon langsam, es wird spät. Das ist der Moment, in dem du Danke in den Abgrund springen könntest. Das, diese Nummer gab es nämlich schon mal mit dem Licht ausschalten. Das hatten die bei Brightman, glaube ich, war das. So, drüber da. Egal, ich schaff das. Einfach hier den schnellsten Weg durch. Diesmal war's gut. Es kommt, glaube ich, gleich der Feuerdude. Hopp, hopp, hopp. So, geht doch. Auf zum Feuerkakadu. Ja, wie mache ich denn das am sinnvollsten? Idee. Ja, Rush. Hab euch. Da ist er, der Kakadu. Quack, 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 quack. Und da kommt wieder. Da wird er wieder in Brand gesetzt. Das ist so gemein. Irgendwie. Au, au, au. Ja. Alles klar. Autsch. Bums. Diesmal ging's besser. So, mal schauen. Okay, das war ganz okay. Hier war das mit der Feuerwalze, ne? Ja. Geil. Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Ich will nur nach links und rechts gehen und ich krieg's irgendwie hin, immer wieder nach unten zu drücken. Auf diesem ollen Gamepad. So. Jetzt aber! Geht doch! Mir völlig lax, diese kleinen Viecher hier. Ich laufe hier einfach durch. Öh.
War jetzt nicht so gut, was ich gemacht habe. Und einmal wieder zurück. Hoppa. Ging doch. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen, weil ich wette, ich wusste es. Das ist hier der nächste. I got it. Okay. Das ist auch ein bisschen fies, hier im Dunkeln durch die Gegend zu laufen. Aber macht auch mega Laune. Boah. Jo, alles klar. Nächste Feuersäule, würde ich behaupten. Erstmal will ich die Gegner hier loswerden. Bevor ich versuche hier... in nächste Feuersäule zu rennen. Ja. Das war, wie ich es erwartet habe. Oh, es ist schon wieder passiert. Puh. So dreist. Diese Stelle ist echt mies. Definitiv der heftigste von allen bisher. Und wieder, anstatt springen, rutschig. Komm. Das schaffe ich. Diesmal schaffe ich's. Völlig Wurst. Einfach durch da. Ich bin durch. Ich habe noch 2 Lebenspunkte und ich bin durch. Oh, scheiß die Wand an. Oh geil, der schießt Feuer aus dem Boden. Hoi hoi hoi! Hoi ja, hoi hoi! Hoi ja! Pass mal auf hier mit deinem ollen Hadouken. Au! Au! Und der wird auch immer flotter, die olle Sau. Moment. Was könnte ich denn hier nehmen? Ich könnte ja eigentlich mal... Na. Ging doch. Nicht damit gerechnet, hier so eine Szene draus zu machen, aber wow. Der war schnell. So, darf ich jetzt auch Feuer spucken? Geil, ich habe einen Blumentopf auf dem Kopf. So, Blazing Torch. Wir wissen, was das macht. Schon ziemlich fancy. Otto, do you have any idea where Wily's gone to? He's totally vanished, Mega Buddy. Maybe he decided to turn tail and run.
What is it, Otto? There's someone hijacking our signal! Could it be? Indeed it could! My team is neither runs nor hides! Wily! Light than you, Mega Man! How dare you use my double gear system! Now you've crossed the line, I'll turn you into scrap myself! I'm at point E1685578! Come to my gear fortress! I'll be waiting for you! Gear fortress? That's all we needed. I'm heading out, Dr. Light. It's time to finish this. Good luck, Mega Man. It's up to you to stop Dr. Wily. Yes, sir. You can do it, Mega Man! Mega, be careful out there. Okay. Okay, die nächste Stage ist Dr. Wilys Labor. Oh, gucken wir mal, was der hier hat. Hier ist nichts Neues. Auch nichts Neues. Okay, Mega, what'll it be? 4 haben wir davon, 7 haben wir davon. Wir haben noch 2 Lebenspunkte. Naja. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Ich lasse es jetzt erstmal so. Speichere hier nochmal eine Runde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mega Man 11. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.